Ich bin mal wieder am Schleppen. Schön entspannt hin und her und her und hin. Schleppen, ne? Ist ja gerne mal ein bisschen langweilig, aber es kann auch Spaß machen. Ganz entspanntes Schleppen. An der Tunguska wieder. Letztes Video war ja auch schon Tunguska. Jetzt nochmal Tunguska. Den Tag ausnutzen, bis ich dann abends wieder zum Amurwels stippen kann. Ich verlinke das letzte Video am besten nochmal. Oh, da ist schon wieder was dran. Und jetzt bretter ich hier gerade schön entspannt die Tunguska nicht rauf und runter, sondern hin und her. Von links nach rechts. Von die Kant ob die andere Kant. Von der Schelzig zu der Wunderschön. Also einmal hin und her. Und zwar immer hier an den Bojen entlang mit dem Arsch. Ganz gechillt. Gar nicht so weit auswerfen. So. Zack, Bremse ist auch relativ locker, denn hier ballern ganz gut auch die Buckellachse rein und die Saiblinge gehen hier rein. So, schön gechillt. Guck mal hier, am 17 Meter Loch. 17 Meter Loch, immer schön rüber. Eine Kante, zweite Kante, dritte Kante, vierte Kante. An vier Kanten immer schön dran vorbei. Und das hier, wie gesagt, an diesen Bojen. So, man muss sich manchmal so ein bisschen davon befreien, dass man nicht so dagegen fährt. Manchmal so ein bisschen, ich peile immer da diesen einen Baum hier an. Und dann geht es hier schön hin und her. Ich hatte jetzt die Tage noch eine Info gekriegt hier vom Mattes, der meinte, Alden, guck mal hier, was ich hier mache. Und da ist er hier rauf und runter gefahren, immer so das 17-Meter-Loch hier in dem Bereich. Da habe ich gedacht, ach komm, Alter, immer da drauf und runter mit der Strömung. Da bist du einmal schnell, da bist du einmal langsam. Und jetzt hier hat man schön eine Art Geländer, kann sich dran festhalten an ollen Bojen, machst du nichts dran verkehrt, immer hin und her und dann lübt der Lachs. Bisher lübt der Lachs auch gar nicht so schlecht. Einige Buckellachse, wie gesagt, dabei, gerade auch schon ein paar Saiblinge mit dabei. Ich hoffe eigentlich noch auf ein bisschen mehr Saiblinge. Ich habe jetzt neben relativ kleine Hakengrößen auch dabei, deswegen gehen wahrscheinlich auch die Buckellachse. Guck mal hier, Alter, 2 Kilo Buckel, der schmeckt. Ich meine, jetzt brauche ich ihn nicht mehr, den Buckel. Frisch abgeschlossen, endlich als Trophy. Das heißt, hier kann ich mir auch gut vorstellen, einfach mal mit dem Blinker hin und her zu brettern oder mit verschiedensten Ködern. Ich habe erstmal nur hier die Basic genommen, ne? Den Funky Minnow oder den Balsam Minnow. Der ist halt ja Balsam Minnow. Und ja, der Nummer 6er. Ganz entspannt. Und dann hier zack, hin und her. Einfach nur an den Bojen langbrettern. Manchmal ein bisschen weiter links, manchmal ein bisschen weiter rechts, aber immer hier so am 17er. Ja, und wie gesagt, bisher oder gerade eben ging das schon ganz gut ab. Ich bin gespannt, wie das jetzt gleich geht. Gerade so die Abendstunden, die fangen ja jetzt gerade an. Und wie das dann da läuft in den Abendstunden, ob da noch ein bisschen mehr reinballert. Jetzt so die ersten 18 Minuten waren schon ganz gut. Ich bin natürlich auch erstmal hier hingefahren. Das heißt, hier runter waren natürlich auch schon ein paar Saiblinge vom Anleger aus hier direkt runtergebreddert. Einfach hier runter geschleppt. Ging also auch schon los. Alles hier in diesem Bereich zwischen dem 11er und dem 17 Meter Loch läuft natürlich auch nach wie vor. Aber wie gesagt, jetzt das vierte Mal, fünfte Mal jetzt hier an den Bojen entlang. War bis gerade eben nicht schlecht. Ja, und jetzt auf einmal flautet es sich so ein bisschen ein. Wie gesagt, eine Möglichkeit halt auch noch andere Köder zu testen, wäre halt auch da. Ne? Vielleicht einfach mal mit dem Blinker hier langziehen. Kann man mal machen. Das Schöne finde ich, es ist wie gesagt, ja, es ist halt nicht so eine lange Strecke. Zack, direkt wieder gewechselt. Und dann lübt das ganz gut. Und wie gesagt, gerade auch hier, wir gucken gleich mal nochmal in den, zack, in den Köder hier rein. Details, 1er Haken. Gar nicht so ganz groß. Ich meine, im Verhältnis zu dem Köder immer noch ein vernünftiges Verhältnis hier zu diesem, zu dem Balsam Minnow 1er Haken. Ich sag mal, ein 1-0er ist vielleicht auch noch okay. Dann wird es aber auch langsam eng. So ganz riesig groß
besser nicht da reingehen. Außerdem wollen wir auch gar nicht die ganz großen, ne? Ich bin hier, wie gesagt, auch relativ fein unterwegs. 27er Vorfach hier gerade nur drauf. Reicht. 27,7. Also auch da nochmal ein bisschen feiner, ein bisschen zarter unterwegs, damit ja vielleicht auch die kleineren Fische hier gar nicht direkt so großartig verscheucht werden. Noch viel kleiner will ich gerade nicht unterwegs sein, denn wenn hier dann doch mal vielleicht noch ein Timen reingeht, dann macht das natürlich wenig Spaß. Der Mattes hatte einige Nelmas mit dabei. Das war auch der Grund, der mich halt am meisten getriggert hat, hier nochmal ins Boot zu steigen. Einfach nochmal versuchen auf Nelma. Und auch das eben nochmal der Grund, warum ich hier mit diesem etwas feineren Vorfach unterwegs bin. Sonst waren die letzten Male hier an der Tunguska immer so mindestens 35 Kilo Vorfach. Und ja, jetzt extra nochmal ein bisschen feiner reingehen, ein bisschen dünner, ein bisschen zarter vielleicht. Und in der Hoffnung, dass dann nochmal Nelma reinrasselt. Ich gucke es mir gerade nochmal eben an. Ich habe das gepostet. Er hat sogar hier an dem an dem Balsamino unterschiedliche Hakengrößen dran gehabt. Ganz wilder Scheiß. 14er Haken, 4-0er Haken. Ja. Ja, kann man machen vielleicht. Aber ob das so der... Naja, er hatte einige Nelmas gezogen. Ne? Was will man mehr? 20 Kilo Nelma. Ist, glaube ich, ist er noch in den Rekorden drin. Wöchentliche Rekorde Nelma. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Nelma, na, vielleicht eher in den deutschen Rekorden, wurden schon wieder so große Brocken gefunden. Das ist ja der Hammer, ey. Nelma, da ist er, zweimal tatsächlich. Tatsächlich, über 20 Kilo, alles hier am 2.12. gestern hier rausgeprügelt, die Brocken. Und tatsächlich hier, ah ne, auf dem 90er und auf dem 75er. Zwei unterschiedliche Balsa. Und hier ist sogar der 65er. Na guck mal, man kann alle drei Größen verwenden. Das ist doch nett, das ist doch schön. Alle drei Größen, aber eben auch sowas hier. Einfach mal auf Blinker und Co. Sehr, sehr cool. Nelma wäre natürlich ein Träumchen. Hoppala. Das wäre natürlich ein Träumchen. So einen Brocken mal zu fangen in der Größe. Kohlemäßig sensationell. Ich werde es hier gleich nochmal zurückbreddern und dann in der Mitte nochmal das 17 Meter Loch nach oben fahren, auch so langsam wieder zurück in Richtung Base, dass ich dann wieder auf Amurwels gleich jiggen kann. Hoppala, da geht noch einer rein hier. Ganz ufernah direkt, komm. So. Da geht wieder ab. Ja, und so war das halt gerade eben. Zack, der nächste. 1,3er Buckel. Einfach zu geil, ey. So war das halt gerade eben. Ratzfatz, einer nach dem anderen. Jetzt war halt in den Abendstunden gerade ein bisschen Flaute, aber es kann gerne weiter so gehen. Buckellachse bringen auch richtig gut Kohle rein. Gerne mehr davon. So, und jetzt fahre ich gleich mal so ein bisschen hier weiter hoch in dem Bereich, wo der Mattes Berlin hier seine Nelmas gezogen hat. Er ist quasi, ja, ich zeige das hier auch nochmal eben. Er hat das hier so ein bisschen markiert. Tatsächlich so in diesem Bereich hier quasi, ich weiß nicht, ob er da im Kreis gefahren ist oder was, aber hier so rum um diese Untiefe hier und dann hier beim 17 Meter Loch quasi. Zwischen 17er und 11er. Kann man, glaube ich, ganz gut machen. Hier geht direkt der nächste. Also, einfach mal testen, ob nicht der Nelma wieder läuft. Es sieht halt schon gut aus. Eppa. Ja, die Lümmels sind natürlich auch wieder da. Ein dicker Brocken ballert direkt wieder rein hier. Sehr schön. Mehr davon. Mehr dicke Dingers. Und ich hoffe natürlich klammheimlich. Eigentlich hoffe ich nur auf den ollen Seesaibling. Seesaibling, da ist er. In 11 Kilo endlich mal. Vielleicht kriege ich auch irgendwann mal meinen 11 Kilo Seesaibling. Ah, das wär's doch, ey. So. Raus mit den Routen. Hier geht's direkt wieder los. Zack. Nächste, also lübt bis in die Abendstunden rein. Next, guck mal hier. Ist das wieder wild hier? Ist das wieder wild? Also schnell nochmal ausnutzen hier am Wochenende. Wer weiß, wie lange das noch so gut geht. Und, oh, der geht sogar in die Bremse hier. Und dann Kohle machen mit dem Brocken. 4 Kilo, schon verdoppelt von 2 auf 4. Ich werde ja weich.
gehen wir nochmal ein bisschen höher rein. Aber er zieht leider für 11 Kilo zu wenig, der Lümmel. Ah? Mach mich nicht fertig, Jung. Mach mich nicht fertig. Komm ran hier. Ich mach mal eben den Motor aus. Der wird mir jetzt so nicht weiter abhauen. So heftig ist er nicht. Aber ich treibe dann dem Fisch jetzt entgegen. Kann es also noch leichter einkurbeln. Und ja, ich treibe jetzt quasi locker zurück. Nur machen, wenn man sich sicher ist, dass er nicht mehr so viel Power hat, ne? Nicht, dass man auf einmal dann wieder die Ruder abstellen muss, eben den Motor anmachen. Dann kann man erst wieder rein hinterherfahren. Ist halt ein Geraffel. So, 6 Kilo. Auch wieder 2 Kilo drauf. Also, wenn ich so weitermache, bis ich an der Base bin, hat er 20 Kilo. So, ihr Lümmels, das war's auch dazu. Ich fahre direkt weiter zum Amur-Stippen, Jing. Zieht rein hier die Brocken. Es scheint echt gut zu laufen. Dankeschön nochmal an den Mattes für den Beitrag, für die kurze Info. Apropos, Link zum Discord unterm Video. Petri, zieht raus die Brocken. Wenn es gefallen hat, Daumen da lassen. Wenn es geholfen hat, Kanal abonnieren. Das hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Petri.